Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video, heute wieder im Laufe des Tages, denn ihr seht schon, in 5 Sekunden soll sich der Shop nochmal hier im Laufe des Tages updaten. Warum blinkt der so komisch? Was ist hier? What the fuck ist das? Oh mein Gott, wir haben nur 3 normale Items, der Rest ist komplett mit Batman-Sachen, aber ich sehe keinen Batman-Skin selbst. Also erstmal haben wir hier Catwoman, kennt man ja, und sie hat als Rucksack so eine Katzenmaske. Okay. 2 Styles gibt es auch. Einmal mit der Brille auf und einmal ohne. Okay. Und als Seltenheit haben wir dann jetzt DC noch dazu bekommen. Okay. Catwoman, Katzenkrallen. Schauen auch nice aus. Sound. Ja, hört sich cool an. Den Skin vom Catwoman finde ich noch nicht so mega krass. Ich hoffe, das ist auch noch ein Batman. Wow, okay, der ist natürlich richtig fresh. Ich hoffe, dass es auch noch einen Batman-Skin geben wird. Aber den Gleiter hier, den werde ich mir safe holen. Also den werde ich mir hier direkt mal kaufen, weil den finde ich mega geil. Der Batgleiter. Der ist echt geil. Dann haben wir auf der rechten Seite Peitschenknall. Okay, passend zur Catwoman für 300 V-Bucks. Die Musik. So, da müssen wir kurz, oh Gott, die Musik anmachen. Let's go. Hört sich nice an. Diese typische Batman-Musik. Ja, also ich glaube, die werde ich... die Musik hier... Die hasse ich. Die könnte ich mir sogar vorstellen zu holen, auch wenn ich die Musik aktuell gar nicht benutze. Dann Beast schauen wir uns gleich an. Erstmal noch den letzten neuen Emote. Oh, es gibt einfach ein... Das Bat-Signal wird aufgestellt. Oh, es leuchtet dann sogar. Mega nice. Und die ganzen Fledermäuse um einen rum. Das ist mein kreativer Emote. Die Frage, die jetzt natürlich bleibt, ist, wird es einen Batman-Skin auch noch geben, dass man den vielleicht durch dann Herausforderungen hier bekommt oder ob die dann, ob der in den Fortnite-Shop kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es einen Batman-Skin geben wird. Heute gibt es erstmal Catwoman. Und jo, das war's dann schon zum Fortnite-Shop-Update, beziehungsweise ja, wir haben hier noch den Beast-Piloten, die Zeitmechanismus-Lackierung. Und natürlich auch noch die Artic-Assassinen drin, aber ich denke mal, euch hat hier besonders der Batman-Stuff interessiert, zumindest mich auf jeden Fall. Batman-Gleiter, wie gesagt, den finde ich mega, mega geil. Die Emotes feiere ich auch, Musik ist auch ziemlich cool. Und ja, die Catwoman und die Katzenkrallen finde ich auch in Ordnung. Aber da warte ich Skin- und hackentechnisch noch auf irgendwas von Batman. Das war's, wie gesagt, zum Video hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ihr könnt rechts oben wie immer abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und tragt gerne den Creator Code Stocks hier ein. Und dann bis zum nächsten Mal, zum nächsten Fortnite-Shop. Bis dann, macht's gut. Tschüss!